Der Führer empfängt in seinem Hauptquartier den Reichsjugendführer Axmann mit einer Abordnung von 20 Hitlerjungen, die sich bei der Verteidigung ihrer Heimat besonders bewährt haben und dafür mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet wurden. Mit diesen 20 Jungen ist vor dem Führer symbolisch die deutsche Jugend angetreten, die als treuer Helfer unserer Soldaten und des Volkssturms mutig und unerschrocken im höchsten Einsatz steht. Der Führer lässt sich von den Jungen ihre Erlebnisse schildern. Ich habe zunächst mit 13 meiner Kameraden unter dem Befehl unseres Bandführers am Stadtrand von Hindenburg-West gelegen. Diesen sollten wir gegen einbrechende feindliche Panzer sichern. Als diese dann aus der Richtung Gleiwitz am 24. Januar anrollten, teilte der Bandführer uns in zwei Gruppen ein. Und während er mit der einen gegen die Panzer vorging, um diese selbst anzugreifen, gaben wir anderen ihm den Feuerschutz. Unser Bandführer hat 3 Panzer abgeschossen und ist dann leider bei der Vernichtung des 4. gefallen. Nachdem wir seinen Tod festgestellt hatten, mussten wir uns aus taktischen Gründen auf einen Eisenbahndamm zurückziehen. Und dort habe ich dann am Abend die unter diesem hindurchführende Straße von Gleiwitz nach Hindenburg, die den Zugang zur Stadt bildete, gesprengt. Ich war bei unserem ersten Angriff auf Befehl des Bandführers als Melder eingesetzt. Ich musste eine sehr wichtige Meldung zu den Sturmgeschützen zurückbringen und diese heranziehen. Diese kamen dann auch nach und so ermöglichten sie uns das Eindringen in das vom Feind besetzte Dorf und so hoben wir die Bereitstellung auf. Als der Russe näher an Laubern heranrückte, habe ich mich dem Kampfkommandanten von Laubern freiwillig als Melder zur Verfügung gestellt. Meine Aufgabe bestand darin, Meldungen zu den einzelnen Kompaniegefechtsständen zu bringen. Außerdem habe ich oftmals Panzerfäuste und Verklärung in die Hauptkampflinie geschafft. Die Panzerfäuste habe ich auf Leiterwagen oder kaum unter feindlichem Beschuss in die HKL geschafft. Lothar Löwe über seinen Einsatz im Kampf um Berlin. Wir bezogen unsere Gefechtsstellung am Flugplatz Tempelhof am 21. oder 20. April. Und ich habe dann die Kämpfe hier in Berlin miterlebt. Bis zum Ende, auch bis zum Ausbruch aus Berlin. Ich bin in Berlin am 1. Mai verwundet worden am Kurfürstendamm. Und am 30. April ergab es sich, dass ich auch einen sowjetischen Panzer abgeschossen habe mit einer Panzerfaust. Gisela Herrmann über ihren persönlichen Einsatz. Es war wie im übrigen Berlin auch inzwischen so, dass ich viele Verwundete, die meisten in Stadtmitte zusammengesammelt hatten. Dorthin waren wir auf dem Wege, Gebietsführer Hamann und ich, als wir von derselben Granate verwundet wurden. Am 23. April waren die Außenbezirke Berlins besetzt. Hitler forderte Axmann auf, an den Lagebesprechungen im Führerbunker teilzunehmen. Axmann, melden Sie sich jetzt immer täglich bei mir. Und das war die Entscheidung dafür, dass ich die letzten Tage, als andere auszogen, im Bunker eingezogen bin.